Moin Leute! Moin! Herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht. In diesem Video der Playlist der rationalen Zahlen schauen wir uns an, was es mit dem Betrag auf sich hat. Ne, was bringt uns der Betrag, wenn wir jetzt hier eine Zahl haben, die negativ ist? Minus 2 ist ja das Minus ein Vorzeichen. Ne? Das sagt ja, ob es in den negativen Bereich ist oder im positiven Bereich. Und der Betrag ist die 2. Also wie groß diese Zahl ist, das ist der Betrag. Also beim Betrag gucken wir uns wirklich nur diese Zahl an und lassen das Vorzeichen weg. Könnt ihr euch merken. Ja? Ein Beispiel dazu? Und Betragsstriche setzt man so. Da sind also zwei Striche, die sind so von oben nach unten. Ne? Nicht verwechseln mit Klammern. Ja, die sind gerade. Das ist minus 3, der Betrag ist 3. So schreibt man das auf. Ja? Betrag von minus 0,5 ist 0,5. Betrag von 4 ist 4. Ja, also beim Betrag lassen wir im Endeffekt immer das Vorzeichen komplett weg. Genau, wir gucken uns nur die Zahl an. Und Betrag von 0 ist 0. So, jetzt hier, ne, ihr sollt mal einsetzen. Größer und kleiner Zeichen. Wie kann man sich das merken? Kleine Eselsbrücke, ich merke mir das immer so. Das hier ist das kleine Zeichen, weil man hier draus ein K machen kann. Ne? Also hier die Zahl ist kleiner als die. Ne? Müsst ihr das dann einsetzen. Ne? Guckt ja mal, achtet drauf, manchmal hat man einen Betrag, manchmal hat man keinen Betrag. Genau, probiert mal und pausiert. Minus 2 ist größer als minus 2,1. Der Betrag ist hier zwar größer, also die Zahl sieht zwar größer aus, aber wenn ihr euch das auf dem Zahlenstrahl mal anschaut, kommt minus 2 viel näher an der 0 dran als die minus 2,1. Die geht ja noch weiter in die negative Richtung. Je weiter du links bist, desto kleiner ist es. Ja. Das musst du dir merken. Also immer im negativen Bereich ist das ganz tückisch. Ja. Das heißt, wenn da minus 10 steht, ist immer weiter links, ist immer kleiner. Die Zahl minus 1 ist größer als die Zahl minus 1 Million. Ja? Genau. Nächste. Betrag von 1, ja gut, Betrag von 1 ist 1. 1 ist größer als minus 100, auch wenn man es erstmal denkt, hey, 100 ist doch größer, das ist ja minus 100. Hier ist die 0, 1 ist irgendwo hier und minus 100 ist irgendwo ganz weit weg. Ja. So, hier bei beiden Zahlen haben wir einen Betrag. Das heißt, wir müssen uns das Vorzeichen wegdenken. Dann haben wir nur die 1 und die 10. Gut, und dass die 1 kleiner ist als die 10, das sollten wir alle hinkriegen. Aber wichtig, ihr müsst wissen, wenn da die Betragsstriche sind, fallen die Vorzeichen weg. Das ist das gleiche, als wenn eine 1 kleiner 10 steht. Ja. So, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Man muss sich den Betrag erst angucken. Betrag von minus 0,1 ist 0,1. Und 0,1 ist größer als 0,01. Wenn hier die 0 ist, ist 0,01 auch ganz dicht daneben. Und 0,1 ist schon noch schon weiter rechts. Wo sind wir? Hier. Beide Zahlen haben Betrag. Oh, das heißt, wir schauen uns 3,79 an. Und das ist kleiner als 3,8. Denken wir uns wieder auf den Zahlenstrahl. Ne? Hier sind wir hier bei der 0. Gehen wir hier in die Richtung, hier ist 3,79 und danach kommt der, kurz danach kommt die 3,8. Ganz bisschen daneben, ne? Genau. Aber wichtig ist, die Betragsstriche darf man die nicht vergessen, sonst macht man es genau andersrum. Genau. Und hier am Ende haben wir nochmal so einen Bruch. Hier haben wir minus 1,51 und hier haben wir minus 3 halbe. Minus 3 halbe sind ja minus 1,5. Ne? Vom Bruch. 3 halbe Pizzastücke sind 1,5 Pizzastücke. Jetzt sind wir, also bei minus 1,5 gehen wir einen Schritt nach links, aber minus 1,51 ist ja noch ein ganz kleines Stückchen weiter nach links, also ist das kleiner. Noch kleiner, ne? Ganz bisschen. Ja, genau, Leute, das war's hierzu, ne? Im nächsten Video geht's mit Plus- und Minusrechnen weiter, also addieren und subtrahieren von rationalen Zahlen. Also dranbleiben, ne? Jo. Ciao. Ciao.